Sie sind heute hier nach Kreuzberg zum Willy-Brandt-Haus gekommen. Die Bundesregierung will den Rüstungsetat nach oben fahren. Die SPD ist ja mit in der Koalition. Was denken Sie, dass Sie heute hier bewegen können? Ja, wir werden zumindest auf uns aufmerksam machen und darauf, dass diese Gelder weitaus besser in Sozialen angelegt werden, wie Krankenhäuser, Schulen und so weiter. So kann es nicht weitergehen, dass die Kinder in maroden Schulen sind, dass die Schwestern überlastet sind, komme selber aus so einem Bereich. Und wir müssen halt mehr oder weniger die Stadt und alle darauf aufmerksam machen, dass dieses Geld nicht dort angelegt werden soll, in weitere Kriege und damit auch weitere Fluchtursachen. Ja, was hoffe ich mir denn, dass endlich mal viel mehr Leute sich aufstehen und gegen diese Aufrüstung, die ja immer mehr wird, empören. Mhm. Ja, das ist eigentlich mein Sinn, mein Zweck. Sie sind heute hier zu der Demo von Aufstehen gekommen, Würde statt Waffen. Warum sind Sie heute hier? Weil ich mich schon immer politisch für Frieden engagiert habe. Ich finde das ganz wichtig, dass wir nicht wieder in so eine Aufrüstungsspirale kommen. Also ich habe schon in den 80er Jahren an den großen Friedensdemonstrationen in Bonn teilgenommen. Einmal 300.000, einmal 500.000. Damals ging es ja um die NATO-Nachrüstungsbeschluss Pershing II. Und ich finde das einfach wichtig. Ich finde auch wichtig, dass wir nicht wieder mit Russland also so in den Konflikt gehen, sondern eher Ausgleich schaffen, also vernünftig zusammenarbeiten in Europa. Und ich halte auch nichts davon, dass jetzt also Europa auch noch aufrüstet. Für diese Aktion 17.11. würde ich halt machen, ja. Bei den anderen Demonstrationen von Aufstehen war ich auch dabei. Erhoffen Sie sich von der Demonstration? Also eine Demonstration wird ja nicht den Beschluss der Bundesregierung außer Kraft setzen, wieder aufzurüsten. Natürlich nicht. Wir sind ja als Bewegung unterwegs. Und wir wollen aufmerksam machen, halt auf unsere zentralen Themen, soziale Gerechtigkeit. Und dafür stehen wir halt alle gemeinsam auf. Wir sind nicht in der Politik als Partei tätig. Wir wollen ja auch keine Partei sein. Wir sind der Bewegung. Wir wollen durch unsere Aktionen einfach zeigen, aufmerksam machen. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir auch durch die Presse beachtet werden. Liebe Freundinnen und Freunde, Würde statt Waffen soll ausdrücken, dass wir der Überzeugung sind, dass wenn man sich den Zustand in den Pflegeheimen anschaut, wenn man sich den Zustand in den Schulen anschaut, wenn man sich den Zustand in den Krankenhäusern anschaut und wenn man sich anschaut, wie Menschen unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, weil immer mehr Arbeitgeber nicht einmal den Mindestlohn zahlen, dass in diesem Lande so viel zu tun ist. Es ist ganz sicher aber nicht eine Militarisierung der Außenpolitik voranzubringen und ganz sicher nicht der Rüstungsetat zu erhöhen. Und deshalb stehen wir hier ganz bewusst vor der Sozialdemokratischen Partei, eine Partei, die so große Mitglieder wie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gehabt hat, eine Partei, die vor 100 Jahren Teil des antimilitaristischen Widerstandes gewesen war und eine Partei, die aber heute die NATO befürwortet, die Aufrüstung befürwortet und die der Bundesregierung leider nichts gegen die immer weitergehende Aufrüstung unternimmt. Wir fordern die SPD auf, zu ihren Wurzeln zurückzukommen, der Friedensbewegung endlich wieder das Gesicht und nicht den Rücken zuzuwenden und gemeinsam mit uns zu kämpfen, dass auch die Sozialdemokratie wieder eine Politik macht, die Sozialpolitik vor Rüstungspolitik stellt. Liebe Freunde und Freunde, wenn wir uns anschauen, was in den nächsten Jahren geplant ist, und wenn man sich die Aussagen der offiziell Verantwortlichen sowohl in der CDU als auch indirekt in der Sozialdemokratie anschaut, dann kann es einem nur schlecht werden. Die NATO hat unter anderem mit den Stimmen der Bundesregierung beschlossen, dass mittelfristig der Haushalt für Rüstung in Deutschland auf 2% des Bruttonationalproduktes erhöht werden soll. 2% wird alleine für Deutschland bedeuten, dass die heutigen 43 Milliarden in etwa 10 Jahren bei über 80 Milliarden Rüstungsetat sein würden. Ich glaube, diejenigen, die sowas beschließen, haben doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Zusätzlich 40 Milliarden für Rüstung ausgeben zu wollen, ist ein Skandal. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, stehen wir hier. Wir machen deutlich, dass der Umbau der Bundeswehr zu einer weltweit einsatzfähigen Armee von uns nicht mitgetragen wird. Wer sich anschaut,
Wer sich anschaut, dass von der Leyen alleine in den nächsten 10 Jahren mehr als 20 Milliarden in neue Waffen investieren möchte, der kann doch nur feststellen, diese Bundesregierung hat jedes Maß und jedes Ziel verloren. Wir stehen hier, weil wir es nicht für richtig finden, dass die Bundeswehr von einem Auslandseinsatz zu dem nächsten geht und die gesamte Bundeswehr so umgebaut wird, dass sie eine Armee im Felde wird, wie das genannt wird, und die wirtschaftlichen und ökonomischen und geopolitischen Interessen durch die Bundeswehr umgesetzt werden. Wir kämpfen dafür, dass Deutschland endlich ein internationaler Kriegsdienstverweigerer wird und gegen den Wahnsinn, der sich beispielsweise im Weißen Haus zeigt, dass nämlich Rüstungsspiralen losgetreten werden, wie wir es ja noch nie gekannt haben, endlich ein deutliches Nein auch durch die deutsche Außenpolitik gesetzt wird. Liebe Freunde und Freunde, wir stehen auch hier, weil wir gemeinsam deutlich machen wollen, dass die Anschaffung von bewaffneten Drohnen, die allein in den nächsten Jahren mehrere Milliarden Euro kosten werden, wo das, was unter der Regierung Obama begonnen wurde, dass selbststeuernde Drohnen Menschen aussuchen, die sie dann als Kombattanten oder als angebliche Feinde feststellen und dann aus 1000 Meter Entfernung Menschen ermordet werden, dass dieses völkerrechtswidrige Ermorden von Menschen durch Drohnen endlich beendet wird. Wir wollen nicht, dass die Bundeswehr sich solche Drohnen anschafft und dafür Milliarden an die verschiedenen Rüstungsunternehmen bezahlt. Aber, liebe Freunde und Freunde, wir machen auch deutlich, dass wir dafür einstehen, dass endlich bewaffnete Drohnen weltweit geächtet werden. Staatschefs, die solche Drohnen einsetzen, müssen dafür vor dem Internationalen Strafgerichtshof zur Rechenschaft gezogen werden. Und deshalb, liebe Freunde und Freunde, stehen wir heute hier, weil Würde statt Waffen etwas ist, was unmittelbar eingreift in das alltägliche Leben der Menschen, die hier in Deutschland leben. Wenn man sieht, dass die Bundesregierung beschlossen hat, alleine in den Atomwaffenstandort Büchel in Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren 240 Millionen in die Modernisierung dieses Atomwaffenstandortes zu investieren, dass die Tornados so umgebaut werden sollen, dass die neu entwickelte Generation von Atomwaffen, die von Büchel aus starten soll, eingesetzt werden können und dass die Bundesregierung, anders als das schon mal in einem Koalitionsvertrag übrigens zwischen CDU, CSU und FDP gestanden hatte, dass Deutschland auf seinem Gebiet keine Atomwaffen haben möchte, die jetzige Bundesregierung aus CDU und CSU und SPD die Atomwaffenstandort Büchel ausbauen möchte und die sogenannte nukleare Teilhabe fortsetzen möchte. Was heißt nukleare Teilhabe? Nukleare Teilhabe heißt, dass die Atomwaffen, die von den USA in Büchel gelagert sind, man schätzt, das sind etwa 20 Atomwaffen, die von den USA in den nächsten Jahren durch modernere Atomwaffen ausgetauscht werden, dass diese 20 Atomwaffen, wenn sie zum Einsatz kommen, nicht von der US-amerikanischen Armee geschmissen werden, sondern im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe von der Bundeswehr abgeschossen werden. Und wir sagen deshalb, wir wollen nicht, dass Deutschland sich an diesen atomaren Wahnsinn betreibt. Die Atomwaffen müssen raus aus Büchel. Und deshalb, liebe Freunde und Freunde, stehen wir heute hier, weil wir deutlich machen wollen, dass wir diesen Menschen, die hier in der Bundesrepublik leben, die ausgegrenzt werden, die wie wir ein bisschen im Schatten stehen, wenn ich das mal so ein bisschen mit einem Lächeln sagen darf, dass die Menschen, die im Schatten stehen und nicht eine Milliarde nach der anderen durch Spekulationen und durch Großinvestitionen einsammeln können, dass diese Menschen endlich wieder eine Stimme brauchen. Diese Stimme möchte aufstehen, auf der Straße sein, aber wir möchten auch deutlich machen, dass die Parteien, sei es die Linke, sei es die SPD oder sei es Bündnis 90 die Grünen, noch deutlicher als bisher Sozialpolitik und die Würde der Menschen wieder in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen muss. Weil, liebe Freunde und Freunde, wir wissen natürlich, dass wir als Bewegung auf der Straße manches erreichen können. Und wenn ich nur vor 14 Tagen mir den gemeinsam durchgeführten Aktionstag Abrüsten statt Aufrüsten anschaue, wo wir in Berlin alleine 3000 Unterschriften gesammelt haben, davon 1800 durch Aufstehen, euch allen vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt,
zeigt das, dass wir mithelfen können, Bewegungen auch neuen Schwung zu geben. Wir freuen uns natürlich als Aufstehen und wir haben gemeinsam dazu aufgerufen, dass es große Klimademonstrationen gibt, dass es große Antikohledemonstrationen gibt, dass es auch Demonstrationen gibt, wie wir haben es satt und wir werden auch Teil dieser Demonstrationen sein. Wir bedauern es aber als Aufstehen sehr, dass es in Deutschland keine große Bewegung gibt, die für soziale Rechte auf die Straße geht und wir wollen die Gewerkschaften, wir wollen die Sozialverbände und wir wollen die Parteien ein Stück auch in den verlängerten Rücken treten, dass Soziales endlich wieder auf die Agenda kommt und die Menschen ermuntert werden, dafür auf die Straße zu gehen. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, freut mich auch, dass jemand da ist, der viele, viele Jahre im Sozialbereich gearbeitet hat, die weiß, was das bedeutet, täglich unterwegs zu sein und sich um Menschen kümmern zu müssen. Elisabeth Wissel, auch Bezirksverordnete der Partei Die Linke, wird heute zu uns sprechen und wird uns auch aus eigener Erfahrung ein bisschen erzählen, was es bedeutet, Würde statt Waffe durchzusetzen. Elisabeth, schön, dass du da bist. Du hast das Wort. Es müsste jeden Tag Proteste geben gegen die Regierungsverantwortlichen, die einen völlig abgehobenen Blick von den wahren Lebensbedingungen hier haben, mit dem Slogan, eure Politik ist nicht die unsere. Mein Name ist Elisabeth Wissel, ich bin Fraktionsvorsitzende der Linken der BVV Tempelhof-Schöneberg. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Für mich als Kommunalpolitikerin ist das Thema Frieden von immenser Bedeutung. Denn Frieden ist die Grundlage für all unser Handeln und bietet die Chance der humanitären und vorurteilsfreien Weiterentwicklung der Gesellschaft. Auch auf kommunaler Ebene kann man sich für Friedenspolitik einsetzen. So hat unsere Fraktion einen Antrag Bürgermeisterin für den Frieden durchgebracht und einen BVV-Beschluss erwirkt, dass keine Bundeswehrwerbung in der Nähe von Kitas und Schulen stattfinden soll. Das ist sicherlich nur punktuell, aber wenn es viele Kommunen so machen würden, dann wäre dies ein unmissverständliches Zeichen. In den Kommunen spitzt sich die soziale Misere in unserem Land zu. Immer mehr Menschen suchen Hilfe auf, weil sie, platt gesagt, die Welt nicht mehr verstehen. Wir leben in unsicheren Zeiten und das spürt jeder auf die eine oder andere Weise. Wir haben eine zunehmende Zahl an Rentnerinnen, die von ihrem Einkommen kaum leben können. Wir haben gerade in den Städten eine enorme Zunahme von exorbitanten Mietsteigerungen, die die Menschen in Armut treibt. Hier steht einzig der Profit und nicht die Menschen im Mittelpunkt. Wir haben eine nicht mehr hinnehmbare, völlig inhumane Zunahme an Kinderarmut, eine Zunahme an Wohnungslosen. Seit vielen Jahren eine Verschlechterung der Bildung, fehlende Lehrkräfte, zu große Klassen und Schulen, die man jahrzehntelang nicht saniert hat. Viele in diesem Land stehen unter dem Damoklesschwert der Hartz-IV-Bedrohung. Die Menschen werden gezwungen, zu jedem Preis ihren Job zu erledigen. Hartz IV bewirkt eine systematische soziale Ghettoisierung, aus der man kaum herauskommt. Wir haben in Deutschland viele Berufstätige, die mit einem sehr geringen Einkommen leben müssen. Der Grund sind immer weniger Flächentarifverträge und dann ein kläglicher Mindestlohn, an dem Politiker noch darum feilschen, dass bloß kein Cent zu viel gezahlt wird. Wir haben in unserem reichen Land ein unwürdiges und marodes Gesundheitssystem, in dem es akut an Personal fehlt. Bei übersprudelnden Steuereinnahmen können und dürfen Kosten erst recht kein Hinderungsgrund sein, die Menschen optimal gesundheitlich zu versorgen. Deutschland ist ein reiches Land. Es fragt sich nur, für wen. Gefördert werden Unternehmen, die Millionen Gewinne machen. Sozialausgaben und die Verantwortung des Staates werden dagegen immer mehr zurückgefahren. Aber über 40% der Bevölkerung geht es nicht gut. Sie leben in Armut und noch mehr Menschen in Unsicherheit darum,
was Sie morgen erwarten könnte. Eine Kündigung der Arbeitsstelle oder der Wohnung, eine schwere Krankheit, das dann für viele eine persönliche Katastrophe bedeuten würde. Deutschland ist in der Tat ein reiches Land, denn Deutschland gibt Milliarden von unseren Steuergeldern für die Rüstungsaufträge aus. Und nun sollen diese Ausgaben noch weiter nach oben getrieben werden. 1999 gab es den Dammbruch mit dem Krieg in Jugoslawien, an dem sich Deutschland beteiligt hat. Und seitdem reißen die Auslandseinsätze mit deutscher Beteiligung nicht mehr ab. Die Mehrheit der Bevölkerung möchte das nicht, sondern möchte, dass alle Menschen in Frieden leben können und dafür auch die sozialen und menschlichen Grundlagen geschaffen werden. Geschaffen werden, dass Armut und jegliche Unterdrückung nicht möglich sind. Frieden muss für alle Menschen gelten. Das fordern wir. Daher fordern wir Abrüstung und ein rigoroses Nein zu Auslandeinsätzen der Bundeswehr. Zwei tragische Weltkriege sind von deutschem Boden ausgegangen. Aber Deutschland ist offenbar immer noch nicht zur Vernunft gekommen. Es wird hochgerüstet und es werden neue Feindbilder aufgebaut. Die Gesellschaft wird wieder Stück für Stück militarisiert. Milliarden werden für Rüstung und Kriegsbeteiligung ausgegeben und hier fehlt es vielen Menschen an dem Nötigsten. Wir haben beschämende und demütigende Verhältnisse. Dies wollen wir nicht mehr hinnehmen. Lasst uns lautstark und auch immer wieder protestieren gegen die ungerechten Verhältnisse in unserem Land. Und Schluss mit der Aufrüstung und Kriegstreiberei. Eine Regierung muss Verantwortung für ein gerechtes und solidarisches Miteinander übernehmen. Vielen, vielen Dank, Elisabeth. Elisabeth, jemand, die tagtäglich auch, sei es in der BVV oder in ihrer Arbeit erlebt hat, was es eben heißt, wenn kein Geld da ist, um soziale Leistungen zu finanzieren. Und liebe Freundinnen und Freunde, als beispielsweise im Bundestag die Partei Die Linke einen Antrag eingebracht hatte, Hartz IV deutlich zu erhöhen, waren es alle anderen Parteien gewesen, die behauptet haben, dafür sei kein Geld da. Wenn aber gleichzeitig Geld für Waffen gebraucht wird, sind es die gleichen Parteien, die diesen neuen Waffentechnologien zustimmen und die vor allen Dingen zustimmen, Rüstungshaushalte zu erhöhen. Ich möchte euch dazu nur eine Zahl sagen. Noch im Jahre 2012, das ist ganze 5 Jahre her, lag der Rüstungshaushalt der Bundesrepublik Deutschland bei etwa 32 Milliarden Euro im Jahr. Zwischenzeitlich, wenn dieser Bundeshaushalt beschlossen wird, wird der Rüstungshaushalt bei 43 Milliarden Euro angekommen sein. Die letzten 2 Bundesregierungen werden den Rüstungshaushalt um über 10 Milliarden Euro erhöht haben. Und dem setzen wir heute unser klares Nein entgegen. Wir sind der Überzeugung, dass es gelingen kann, eine andere Friedenspolitik und eine andere Außenpolitik durchzusetzen. Dafür müssen wir aber die Menschen dazu bringen, gemeinsam wieder auf die Straße zu gehen und auch deutlich zu machen, was ihnen nicht gefällt und was ihnen nicht passt. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, freut es mich auch, dass Marina da ist. Marina, wo bist du denn? Ah, Marina ist da. Marina war Krankenschwester gewesen, hat tagtäglich erlebt, was das bedeutet, wenn ein Krankensystem nicht anständig finanziert wird, was es bedeutet, wenn zu wenig Personal da ist und was es vor allen Dingen bedeutet, wenn Menschen nicht mehr dafür bezahlt werden, dass sie Menschen gesund machen, zwar ganzheitlich gesund machen, was bedeutet, auch mit Menschen reden zu können, Zeit zu haben, sich mal ihre Sorgen und Nöte anzuhören, sondern dass über Fallpauschalen nur noch das bezahlt wird, was an technischer Leistung gebracht werden muss. Und das hat mit einem sozialen, mit einem solidarischen und einem menschenwürdigen Gesundheitssystem nichts mehr zu tun. Marina, schön, dass du da bist. Komm auf die höchste Stufe, dass dich alle sehen. Du hast das Wort. Ja, guten Morgen, liebe Aufständische. Näher ran. Noch näher ran, so ist besser. Erstmal bitte um Entschuldigung, ich bin das Reden nicht ganz so gewöhnt. Also, wenn ich mal
wenn ich mal stecken bleibe oder irgendwas, entschuldigt. Also, wie gesagt, Würde statt Waffen, das sieht man am meisten natürlich im sozialen Bereich, weil man da natürlich auch am ehesten spart, weil wir Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, immer wieder erpressbar damit sind und eben nicht die Spritze oder weiß ich was um 16 Uhr fallen lassen, sondern uns wirklich um die Menschen kümmern wollen. Und da kann man natürlich besonders gut sparen. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, in einer 25 Jahre in einer Ersten Hilfe in einem Brennpunktkrankenhaus, ganz in der Nähe. Viele wissen vielleicht, welches ich meine. Und bis 1998 kann man sagen, also bis Herr Schröder, komischerweise hängt das zusammen, rankam, ging es irgendwie. Dann wurden massiv die Betten gestrichen, Krankenhäuser dicht gemacht und massiv Personal gekürzt. Anstatt das Geld fürs Personal einzusetzen, hat man Unternehmensberater für teures Geld eingesetzt, die natürlich nichts weiter rausgefunden haben, als dass man noch mehr Betten abbauen muss, noch mehr Personal und wie man noch effizienter arbeiten kann. Und das setzt sich seit 98 fort. Geld wurde im Grunde genommen immer wieder nur von den Krankenkassen, das heißt von uns allen, reingebuttert. Ansonsten wurden die Kommunen bzw. die Krankenhäuser ziemlich alleine gelassen und mussten dadurch auch sehen, wie sie ihre Kosten decken, weil die Krankenkassen nicht mehr alles bezahlt haben. Und dadurch wurden leider Gottes sicherlich auch viele unnütze Dinge getan, weil die müssen ja irgendwie überleben. Sprich, das Ganze kommt durch dieses Teilpauschalensystem. Im Anfang 2006 musste ich selber aus gesundheitlichen Gründen aus der Krankenschwestertätigkeit rausgehen und habe seitdem in diesem Fallpauschalensystem mit dran gearbeitet. Das heißt, ich habe es also auch von der anderen Seite gesehen. Das ist mir sehr oft nicht leicht gefallen, mir noch einfallen zu lassen, wo kriege ich jetzt für das Krankenhaus noch Geld raus, was ich dann aber letzten Endes als jemand, der ja auch in die Krankenkasse bezahlt, selber wieder mittrage. Also im Grunde genommen habe ich nur gedacht, Augen zu und durch. Gott sei Dank bin ich jetzt seit Anfang des Jahres in Rente. So, mit dem der Sparzwang und das Outsourcen machte sich natürlich auch bemerkbar bei allen anderen Dingen in der Hygiene. Wir alle wissen das mit diesen multiresistenten Keimen. Außerdem machte der sich natürlich auch beim normalen Reinigungspersonal. Es wurde ja alles outgesourced. Bei der Technik, das heißt, Dinge, die benötigt wurden, wie Computer und so weiter für die Arbeit, wenn da mal was abgestürzt war, zentral ging es in so einem großen Haus gar nichts mehr. Das Weitere war natürlich, dass immer mehr, das habe ich ja auch gesehen, weil ich darauf achten musste, jetzt war ich diejenige, die zur Pflege gegangen ist und die sagte, ihr müsst hier ein Kreuz machen, ihr müsst da ein Kreuz machen, sonst kriegen wir kein Geld. Die waren natürlich aber schon überlastet, weil sie sich in der Zwischenzeit um die Hälfte halbiert haben an Personal, die Fallzahlen aber gestiegen sind. Und alle meine Kollegen gingen mit einem Grummeln im Bauch nach Hause, weil sie das Gefühl hatten, sie haben die Leute nicht mehr adäquat versorgt, es sind schlimme Dinge, es könnten passieren, man war jeden Tag froh, dass nichts Schlimmes passiert ist. Diese Dinge habe ich auch in der Rettungsstelle schon erlebt, möchte aber nicht das Vertrauen in die ganzen Institutionen völlig zerstören, werde deshalb nichts dazu sagen. Jeder kann sich seinen Teil denken. Und also niemand braucht im Grunde, oder jeder braucht, das ganze Soziale braucht mehr Geld, aber gerade die Pflege, die immer noch motiviert ist, obwohl sie immer wieder Steine in den Weg kriegt, es wird heute auch schon Pflegern gesagt, nur hopp, 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 du bist hier nicht zum Erzählen und mit den Patienten zu reden, sondern du musst das Geld reinbringen. Und das ist der Druck, dem so ja die Chefärzte ausgesetzt sind, die müssen das weitergeben. Also die ganz großen Stellschrauben müssen wirklich von oben gesetzt werden und alle Ärzte wie Pflegepersonal sind völlig unzufrieden damit und die Patienten natürlich auch. Die sind immer kürzer im Krankenhaus, für Gespräche bleiben keine Zeit mehr und das, was wirklich die Menschen gesund macht, die Zuwendung, dafür ist gar kein Geld mehr da. Soweit die Zustandsbeschreibung, mehr
fällt mir jetzt im Moment erstmal nicht dazu aus ein. Natürlich haben wir einen sehr hohen Krankenstand an psychisch kranken Kollegen. Bleibt nicht aus, denke ich. Also über die Jahre ist es immer, immer schlimmer geworden und für alle sehr, sehr unbefriedigend. Und deshalb fordern wir auch die Politik auf, nicht nur kleine Stellschrauben zu verändern, sondern wirklich Geld in dieses System zu geben, weil irgendwann sind wir alle mal drauf angewiesen. Und ich weiß, dass wir in der Bevölkerung eine große Lobby haben für die Pflege. Das ist noch unser Vorteil, aber wir müssen das auch selber auch in der Pflege umsetzen. Und ich habe auch gemerkt, wie dieser Druck weitergeht an die Kollegen. Je weniger Leute da waren, umso mehr trat auch unter denen der Konkurrenzkampf auf. Ich schaffe das noch. Wenn du das nicht schaffst mit zwei Kollegen, bist du selber schuld. Also auch da ist dieses Denken dann teilweise schon da. Und das fand ich auch sehr erschreckend. Wir haben uns heute hier vor der Zentrale der ältesten und sicher einer, wenn auch immer schwächer werdend, der wichtigsten Partei in Deutschland versammelt, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Wieder einmal, wie so oft in ihrer Geschichte, stellt die SPD vor einer wegweisenden Entscheidung. Sollen zusätzliche Milliarden im nimmersatten Rachen der Rüstungsindustrie verbrannt werden oder aber in die Ausbildung unserer Kinder, in die Pflege der alten und kranken Menschen oder etwa in die dringend notwendige Modernisierung unserer maroden Brücken, Straßen und Schienen fließen? Die SPD hatte in ihrer langen Geschichte legendäre Politiker am Start. Zum Beispiel einen August Bebel, der diesem System, gemeint war unseres, der Kapitalismus, keinen Mann und keinen Groschen geben wollte. Und zusammen mit seinem Freund Wilhelm Liebknecht lehnten sie deshalb die Kriegskredite für den Deutsch-Französischen Krieg von 1870 ab. Der Sohn von Wilhelm Liebknecht, Karl Liebknecht, wurde ja eben schon erwähnt, stimmte dann 45 Jahre später als einziger Sozialdemokrat gegen diese Kredite, die das millionenfachen Abschlachten der Menschen im Ersten Weltkrieg ermöglichen sollten. Nicht zuletzt dafür wurde er von rechtsradikalen Söldnern, die sein Genosse Gustav Noske angeworben hatte, vor über 100 Jahren ermordet. Und schon damals warb der SPD-Parteivorstand, wie bekannt kommt uns das vor, mit der Angst vor dem russischen Imperialismus und den drohenden Kosakenstiefeln für die Unterstützung des Krieges. Und für die gegenwärtige Aufrüstungsspirale wird wieder die russische Bedrohung und Aufrüstung ins Feld geführt. Doch ist es Russland, das in Kanada oder Mexiko Manöver und Truppenansammlungen abhält, oder ist es die NATO, die an den Grenzen Russlands steht? Und es ist auch nicht Russland, das Verträge über die Begrenzung von atomaren Mittelstreckenraketen aufkündigt. Nein, so ist es nicht. Wir stehen... Entschuldigung? Einfach weiter. Will er nicht? Will nicht? Wir stehen heute auf für unsere Würde und gegen ihre Waffen. Ich arbeite seit Jahrzehnten mit Menschen, die eine geistige und körperliche Behinderung haben. Würdelos ist es, wenn vom Amt bezahlte Fallmanager selbst die intimsten Bereiche dieser Menschen durchforsten, um ihren Bedarf festzustellen, in Anführungszeichen, und damit man nämlich noch mehr Betreuungspersonal reduzieren kann. Das ist würdelos. Würdelos ist es auch, stundenlang in seinen Exkrementen im Pflegeheim liegen zu müssen, während sich die Heuschrecke, der das Heim gehört, eine goldene Nase verdient. Würdelos ist es aber auch für junge Eltern, bei Banken um Kredite betteln zu müssen, um für sich und seine Kinder überhaupt noch ein Dach über dem Kopf zu haben, nämlich eine Wohnung bezahlen zu können. Nein, uns gefährdet nicht ein Feind hinter der Grenze. Uns gefährden die 1%, die in diesem Land die Politik bestimmen, 1% der Bevölkerung. Karl Liebknecht hat mal gesagt, dass der Hauptfeind nicht hinter der Grenze, sondern im eigenen Land steht. Und das ist bei uns auch nicht anders. Zur Entspannungspolitik von Willy Brandt und Egon Bahr. Und was wir brauchen,
Das ist ein gemeinsames europäisches Haus, wie es früher einmal hieß, in dem Russland unser Nachbar ist und nicht unser Feind. Und was wir brauchen, ist eine umfassende Abrüstung weltweit. Wir brauchen die Rüstungsmilliarden zur Bekämpfung von Armut, Hunger und Fluchtursachen. Ja. Liebe SPD-Abgeordnete, auch wenn ihr heute nicht da seid, vielleicht kriegt das irgendwie mit, bitte bewegt euch nicht weiter Richtung 10%-Partei. Stimmt bitte gegen die anstehende Erhöhung der Militärausgaben. Dankeschön. Der Demonstrationszug macht sich auf den Weg zur CDU-Zentrale, um bei der anderen GroKo-Partei gegen den Aufrüstungsbeschluss zu demonstrieren. Die Demo Würde statt Waffen war mit über 200 Teilnehmern gut besucht. Ich frage mich allerdings, weshalb der Demonstrationszug durch Straßen zog, wo an diesem Samstagnachmittag kaum andere Menschen zugegen waren. Somit ist es dem Demonstrationszug, bei dem es um das wichtige Thema Frieden und Abrüstung ging, nicht gelungen, mit der Demonstration eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Und das ist ja eigentlich der Sinn einer Demo. Die Veranstalter sollten sich beim nächsten Mal mehr Gedanken darüber machen, lieber durch Straßen zu ziehen, wo eine breitere Öffentlichkeit erreicht werden kann. Mit einer Demonstration zum Thema soziale Sicherheit und Gerechtigkeit in der Vorweihnachtszeit über den Kudamm oder unter den Linden zu marschieren, würde sicherlich dann auch mehr Menschen ansprechen. Die Sammlungsbewegung Aufstehen hat sich nun auf den Weg gemacht. Bleibt zu hoffen, dass es zukünftig noch mehr Menschen gibt, denen das Thema Frieden und Abrüstung genauso wichtig ist wie den 200 Demonstranten heute.